Goldachs ist bereit. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Oh. Ah, das ist auch Met, ne? Warum habe ich so viel Met da reingehauen? Bin ich komplett Banane? What the fuck? Ah, der Giant. 6 Stück waren das, glaube ich, ja. Genau. Also haut da bloß kein Met rein. Warum? What the fuck? Hm? Achso, ja. Warum geht das wohl nicht? Eventuell, weil man es vorher zu fucking Wein machen muss? Kann gut sein. Mein Gott. Intelligenzresistent gerade hier. Okay. Den können wir ja auch verkaufen, weil... wird nicht viel bringen. Moment. Wir haben noch eine Aprikose, glaube ich, gehabt. Ja, hier so eine einzelne. Mal direkt mal ein Trade-off. Zack. Genau, die Fässer sind auch alle noch am Zubereiten. Warte mal, bis wir da wieder Kaffeebohnen reinhauen. Oh, Mario ist eventuell draußen? Mhm. Ich bin heute früh aufgestanden, um die Tiere zu füttern. Ich hoffe, das macht deinen Job heute ein wenig einfacher. Wir haben sowieso kein Heu mehr. Und das Wasser von Kajako aufgefüllt. Wunderbar, der Hof riecht gut. Er sendet mich an die Berge in der Nähe von dem Haus meiner Eltern. Ist ja auch direkt in der Nähe und es ist auch eine Bergfarm? Ne, ist eine Waldfarm. Ja. Ich erinnere mich. Haben wir den auch mal mit rein? Gut. Ups. Value. So, wie sieht denn... Das ist nicht mal ein Problem. Boomhauer sieht beleidigt aus. Habe ich ihn gestern aus Versehen ignoriert? Oder war das da nicht richtig? Silberqualität. Eventuell habe ich ihn gestern ignoriert, ja. Naja, gut. Man kann doch nicht alles haben, ne? Shit happens. Aber gut, dass sie das Essen nachgefüllt hat. Ah, dammit. War aber klar, dass das passiert. Gut, wir haben alle eigentlich auf 5 von 5 Herzen. Das wird jetzt ein bisschen abdriften im Winter, habe ich so das Gefühl. Aber da müssen wir alle durch. Leider. Ohne Scheiß, wenn ich jetzt für jedes, für die Tiere noch komplett einmal Heu kaufe für... Okay. Ach, zerbrochen. Ja. Dann ist das definitiv ein Verlust, der sich bemerkbar macht. Moment, kann ich hier... Moment, wir brauchen dafür normales Holz, glaube ich. Ja, okay. Oder wir nehmen einfach das Tor. Geht auch. Haben wir jetzt gerade das Mülltor zu einem normalen Tor wieder gemacht? Ist das Strats? Ich glaube ja. Weil jetzt von Müll zur Herstellung ging es wieder. Ah. Alright then. Good stuff. Alles gleich. Und dann schauen wir mal... bei unserem Gewächshaus nach. Ja, gerade hier sowas würde ich halt gerne ändern, ne? Also unter anderem auch der Zugang hier zum Gewächshaus. Okay, nice. Dann haben wir hier schon mal das neue Feld für das hier. Oder machen wir hier Erdbeeren hin? Naja, wir machen erstmal hier, dass wir genügend Sternfrucht bekommen. Haben wir mal die Sternfrucht hier mit rein. Naja. Lay nice. Alright then. Okay, good stuff. Aber ich bin gewillt, zumindest ein bisschen Heu zu kaufen, ehrlich gesagt. Aber das... ist es das wert? Ich glaube nämlich fast nicht, ehrlich gesagt.
So sehr unsere Tiere uns hier durchfüttern, sprichwörtlich, und ich sie auch durchfüttere, ich glaube nicht, dass es das unbedingt wert wäre. Aber das ist halt ein ordentliches Invest dann jeden Tag, ne? Das ist das Problem. So, zwei Stück behalte ich mal. Den Rest können wir eigentlich verkaufen. Ja, machen wir alles weg. So. Okay. Schauen wir bei Robinson Crusoe mal vorbei. Ob die eventuell Bock hat. Uns mal ein bisschen unseren Hof neu zu arrangieren. Ja, irgendwie sowas. Also generell will ich ja alles nochmal neu anordnen. Erstmal natürlich die Ställe. Die sind an erster Stelle, pun intended. Und dann schauen wir bei dem Rest, was wir da alles genau hinbiegen. Wunderbar, das heißt, sie hat geöffnet. Gebäude bewegen, da haben wir es. Okay. So. Oh, hier ist alles schon fertig. Perfekt, 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 perfekt. So. Stimmt, hier war ja auch das Problem mit Spacing und so, ja. Okay, also lassen wir das erstmal. Moment, in den Schuppen. Können wir den irgendwo hier vielleicht platzieren? So. Nehmen wir das hier. Also da brauchen wir ja eigentlich immer Access dazu. Direkt neben den Bienen, das ist sehr gut. So, wenn ich das jetzt hier platziere. Oder hier. Diese scheiß Büsche hier, die will ich weghaben. Gut. Also so untereinander ist eigentlich schon mal ganz okay. Aber das hat wieder nicht symmetrisch. Das macht einen wieder kirre. Aber das können wir alles noch anpassen. Kann ich das, Yo! Okay. Das Gewächs kann ich ebenfalls verschieben. Das ist perfekt. Machen wir das am besten hin. Moment, ich pflanze das erstmal hier hin. Eigentlich brauche ich hier immer Access dazu. Sieht aber so halt irgendwie ein bisschen nicht ganz so cool aus irgendwie. Und hier blockt mir das die View. Puh. Machen wir es erstmal hier hin. Dann sind... Ah, das kann man auch gar nicht wirklich untereinander machen. Okay. So. Aber ich mache das noch ein bisschen weiter. Einmal nach links. So. Dann ist es mehr oder weniger untereinander. Dann kann ich hier auch den Zaun wunderbar nach unten bauen. So. Wenn hier dann Auslauffläche ist... Dann ist die ganze Area hier frei. Und die kann man ja noch bewachsen lassen. Oh, Moment, das ist auch noch... Das ist natürlich eine Sache, genau. Wir haben ja auch noch das Problem, in Anführungsstrichen, dass wir die Tiere auch noch grasen lassen müssen. Das heißt, wir müssen das hier ein bisschen weiter nach links dann ausbauen. Das heißt, hier müssen die Zäune weg. Und dann werde ich das am nächsten Tag dann gleich nochmal neu anrichten. Das heißt, das Gewächshaus kommt dann hier hin. Also ein bisschen näher zu unserem Haus. Und hier ungefähr so werde ich dann die Stelle anbauen. Kann noch mal kurz rumschauen. Ich weiß gar nicht, ob wir hier auch sehen können, ob hier irgendwo... Word? Okay. Ob hier irgendwo was an
Pilzen oder sonst irgendwas rumliegt, aber ich glaube fast nicht. Aber ich werde das erstmal werde ich das hier lassen. Ist gut zu wissen, dass man das ebenfalls bewegen kann. Und den Schuppen lassen wir auch erstmal hier. Das ist erstmal nur für den Moment. Und dann werden wir die Zäune erstmal abbauen und gucken, dass wir dann hier genügend Platz haben. Die ganze Area hier unten haben wir ja auch noch. Aber hier ist halt nichts. Obwohl, doch hier könnte ich, glaube ich, pflanzen. Dann müssen wir erstmal hier unten roden. Okay. Okay. Ich danke schon mal für den Moment. Ich werde auf jeden Fall nochmal darauf zurückkommen. So, jetzt muss ich nochmal gerade nachschauen. Ich habe mir das ja aufgeschrieben. Welchen Setzling wir noch brauchen. Pfirsich war das. Okay. Lass mal sehen, mein guter Junge, ob der... Oh, Hallöchen. Netz hat viele Tagträume. Du willst wissen, worüber? Nun? Geheim, okay. Alles klar. Hier, deins. Naja. Schön rein damit. Und von dir brauche ich... Pfirsich. ja. Da. Könntest du nochmal einen Katalog holen? Wieso? Ich hab schon. Das ist ein bisschen Wucher, weil ich das eigentlich schon hab, aber okay. Gut. Grasbündel kann man sich auch ebenfalls kaufen lassen. Das ist definitiv ein Scam. Obwohl, wenn wir genügend Kohle haben und wir nicht wirklich in die Mine gehen wollen, weil es keinen Sinn mehr macht, weil wir alles in der Skull Cavern eben bekommen können, bis auf Gras, ironischerweise, wäre es eventuell eine Überlegung wert. Achso, Moment, genau. Wollte ich gerade sagen, die Axt brauchen wir natürlich. Und die holen wir uns natürlich direkt mal ab. Wunderbar, die Goldaxt. Ich danke. Wunderschön. Genau. Gießkanne wollte ich ja auch noch upgraden lassen. Wäre jetzt im Winter eigentlich sogar eine ganz gute Idee. Oh, Hallöchen. Well, hello there. Oh, und da sehe ich direkt noch was. Die habe ich auch ein paar Mal in der Overview gerade eben gesehen. Pfeilspitze. Haben wir das schon abgegeben? Wahrscheinlich, ne? Ah, ne, das haben wir noch nicht gespendet. Okay. Ist ja Value hier, mein Gott. So. Vielleicht kriegen wir direkt schon wieder eine kleine Belobigung, wer weiß. Oh, fast alles. Hallöchen. Ah, Achievement unlocked. Treasure Trove. Und neuer Eintrag. Nee, doch nicht. Was? Krieg ich was? Belohnung. Sammler. 8 von 8. Hallöchen. Sweet. Okay. Ich sag's nur, ups. Random, Dingsbums hier, ne? Another Man's Trash und so. Wer schmeißt einen Diamant bitteschön in die Mülltonne? Ah gut, ich meine, ich beschwere mich auf jeden Fall nicht. Das ist top. Topfdebatte quillt. Gibt's wirklich keine Möglichkeit, diese Drecksdinger wegzukriegen? Weil die gehen mir gerade echt auf den Zeiger, die Drecksdinger, aber naja. Okay. Schauen wir mal, dass wir das hier alles erstmal loswerden. Ah, die kommen auch nicht mehr zurück, oder was? Ah, Scam. Na gut. Ist ja eh Winter, da wollen unsere Tiere ja nicht raus, von daher ist es ja halb so wild. Aber zumindest kriegen wir die Tore wieder zurück. Immerhin. Immerhin das. Dann können wir auch das hier erstmal... loswerden hier. Eventuell müssen wir nochmal ein bisschen was uns in den Magen reinwerfen. Damit wir da ein bisschen Energie zurückkriegen, damit wir auch noch ein bisschen Hartholz hier ernten können. Weil ich glaube, das wird nicht ganz ausreichen. Also das, was wir noch übrig haben, plus das, was wir eben noch hier was wir da noch links available haben. Wobei, das könnte eventuell ausreichen dann.
Ja, unsere Tiere werden sich schon freuen. Die müssen zwar erstmal hungern im Winter. Das wird nicht ganz so geil werden, aber zumindest haben sie dann einen neuen Auslauf und auf jeden Fall eine neue Möglichkeit, neue Essens neue Möglichkeiten zu essen. Das war eindeutig, das war nicht das beste Layout, das ich hatte, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke. Überlegt, wie lange die unsere Hühner dann eben auch laufen mussten, bis sie überhaupt erstmal zu der Nahrungsquelle letzten Endes kamen. Ich meine, von der Größe her war das vollkommen okay. Kriegen echt die Pfosten nicht zurück. Das ist ein bisschen traurig. Aber es kann auch daran liegen, dass die mittlerweile schon so verfallen sind. Eventuell wird das der Grund sein. Danke dafür. Jesus Christ. Okay. Das. Das kann weg. Und das andere müssen wir alles noch verstauen. Ich behalte schon mal ja, die Tore auf jeden Fall. Wärmen sogar noch. Okay, wir haben noch genügend. Never mind. Never the fucking mind. Dödeln wir das kurz mal hier hin. Und weiter geht die Talfahrt. Also hier ungefähr soll dann eben auch der Zaun dann natürlich hin. Das heißt, wir müssen die ganzen. Wir nehmen Bikini Bottom und schieben das weiter nach links. Das ist so der Hauptplan. Ich hätte auch hier einfach die Anbaufläche für die Tiere machen können dann. Ich glaube, ich mache die links. Wobei, so ist es halt direkt näher an uns. Da haben wir nicht so einen langen Weg zu laufen, eventuell. Ich will aber auch erstmal die alle hier auf der linken Seite haben. Also ich will jetzt noch nicht den Zaun platzieren. Einfach aus dem Grund, dass ich noch nicht weiß, wo genau. Und wo dann eben auch das unser Dingsbums hinkommt. Wer ist es? Gewächshaus. Das war das Wort. Aber ich nehme trotzdem mal ein bisschen was hier mit. Ich glaube, das war eine Meteoriteneinschlag, den wir übrigens gehört haben. Wenn es Iridium ist, dann wäre das mal mega. Es ist Iridium! Okay, nice. Nice. Wir brauchen 5 für einen Barren. Das heißt, wir haben schon mal 2. Für so viel Mathe reicht es dann definitiv noch. Haben wir hier hinten was? Nope. Negativum, aber ich glaube, wir hatten doch hier unten noch eine zweite Area damit. Das nehme ich mir gerne mit. Dankeschön. Wir hatten doch hier 2 von diesen Hartholz-Ebenen gehabt, oder nicht? War das so weit hier unten? Jesus Christ. Hallo? Achso, ja, mit einer. Nicht mit einer Geode, aber mit Quarz hier versuchen durchzukommen, wäre natürlich ein kleines Problem. Okay, ein bisschen was davon gönnen wir uns auf jeden Fall. Wunderbar. Denken natürlich auch an die Umwelt, das heißt direkt wieder reinzapfen. Ja, doch, ja, hier war das zweite, aber da erst hinzukommen ist auch halt wieder so eine kleine Kunst, ne? Ups. Dankeschön für den Ahornsamen, der einfach von oben heruntergefallen ist. So, das nehmen wir uns noch mit, definitiv. Auch wenn wir mehr als genügend Hartholz haben, aber dennoch geht ja hier auch ums Prinzip. Rostige. Ah. Na, okay. Rusty Shackleford hat sich ja voll gelohnt. Goddamn. Na, so ein Rodungsprojekt hier klingt eigentlich auch mal ganz gut, dass man hier mal einigermaßen durchkommt. Ich glaube nicht, dass wir die Dinger abholzen müssen, weil die stehen eigentlich schon ganz gut. Also, dass die uns nochmal irgendwie blockieren, glaube ich nicht.
wenn wir die, wenn wir Sachen neu anpflanzen wollen, dann müssen wir die, glaube ich, nicht abholzen, weil die uns nicht im Weg stehen dafür. Weil da wollen wir ja sowieso nichts anbauen. Oder hinstellen, besser gesagt. Das heißt, das sollte eigentlich schon so passen. Zack, die Geode verkaufe ich, weil ich habe damit eh keinen Luck. Das wissen wir alle mittlerweile schon. Aber wir nehmen erstmal hier den Hartholzzaun und hier das Tor mit. Vorerst sollte das ausreichen und... Dann gehen wir nochmal mit Richtung Schuppen wollte ich einmal und den Setzling wollte ich noch platzieren. Den Schuppen natürlich für die... wo sind sie? Da sind sie. Wobei. Könnte schon mal den nächsten Barren eigentlich produzieren. Da. Buddy. Da wir sowieso das gerade dabei haben, warum nicht? Da haben wir noch den Pfirsich-Setzling hier mit rein und alles ist wunderbar. Dann haben wir auch nicht mal so einen langen Weg bis zu unserem Gewächshaus. Wie viele Teils habe ich hier dazwischen? 1, 2, 3? Ungefähr. Kokos behalten wir mal für... Ich kann das hier platzieren? What? Underground? Alright then. Goodie. Schauen wir mal kurz, ob hier irgendwas fertig geworden ist. Ob wir hier nochmal ein bisschen Profit machen können. Naja, wenig, aber immerhin etwas. Genau. Und hier die Rüben, die wir haben, die 2 Stück, die können wir noch bei uns im Kühlschrank lagern. Und nochmal 400 Iridium-Qualität Met können wir auch gleich nochmal abgeben. Bekommen wir gleich nochmal die Rechnung dafür, wie viel wir letzten Endes dafür einnehmen, was ein kleiner, aber feiner Betrug ist, weil das Set sollte definitiv mehr sein als das, wenn man bedenkt, wie lange wir dafür warten müssen, bis es erstmal fertig ist. Aber okay, just saying. Naja, Kayako habe ich schon ihre Streicheleinheiten gegeben für heute, das ist okay. 400. Immerhin insgesamt 2400. Das ist okay. Das ist okay.